Heute Morgen hat mich Reno angerufen. Seine Mutter war unauffindbar. Seit wann? Seit 2 Wochen. Und da rufst du mich jetzt erst an? Er sagte, er sei fest davon überzeugt, dass seine Mutter irgendwo in Neapel herumstreifte. Wie immer. Auch nachts? Du weißt doch, wie sie ist. Ja, ich weiß, aber findest du 2 Wochen ohne ein Lebenszeichen normal? Ja, du hast sie lange nicht gesehen. Ihr Zustand hat sich verschlechtert. Sie schläft überhaupt nicht mehr. Kommt, geht, macht, was sie will. Immerhin war er am Ende doch besorgt. Er hatte überall herumgefragt, hatte die Runde durch die Krankenhäuser gemacht und sich sogar an die Polizei gewandt. Nichts. Seine Mutter war nirgends zu finden. Rinos Mutter heißt Raffaella Cirullo, wurde aber von allen schon immer Lina gerufen. Von mir nicht. Ich habe sie nie so genannt. Für mich ist sie seit mehr als 60 Jahren Lila. Wenn ich plötzlich Lina oder Raffaella zu ihr sagte, würde sie denken, mit unserer Freundschaft wäre es vorbei. Seit mindestens 3 Jahrzehnten erzählt sie mir, dass sie spurlos verschwinden möchte. Und nur ich weiß, was sie damit meint. Sie hat nie eine Flucht im Sinn gehabt, einen Identitätswechsel, den Traum, anderswo ein neues Leben zu beginnen. Sie hat auch nie an Selbstmord gedacht. Nein, ihr schwebte etwas anderes vor. Sie wollte sich in Luft auflösen. Wollte, dass sich jede ihrer Zellen verflüchtigte. Nichts von ihr sollte mehr zu finden sein. Und da ich sie gut kenne oder zumindest glaube, sie zu kennen, bin ich fest davon überzeugt, dass sie einen Weg gefunden hat, nicht einmal ein Haar auf dieser Welt zurückzulassen. Nirgendwo. Die Tage vergingen. Ich sah meine E-Mails durch, auch meine Papierpost, aber ohne viel Hoffnung. Ich hatte ihr oft geschrieben, sie hatte mir fast nie geantwortet. So ist es immer gewesen. Sie zog das Telefon vor oder die langen nächtlichen Gespräche, wenn ich in Neapel war. Ich öffnete meine Schubladen und die Blechschachteln, in denen ich alles Mögliche aufbewahre. Nur weniges. Vieles hatte ich weggeworfen. Vornehmlich Dinge, die mit ihr zu tun hatten. Sie weiß das. Ich stellte fest, dass ich rein gar nichts von ihr habe. Nicht ein Bild. Nicht einen Zettel, nicht das kleinste Geschenk. Ich wunderte mich über mich selbst. War es möglich, dass sie mir in all den Jahren nichts von sich gegeben hatte? Oder schlimmer noch, dass ich nicht das Geringste von ihr hatte aufbewahren wollen? Möglich. Lila will wie immer zu weit gehen, dachte ich. Sie übertrieb die Sache mit den Spuren maßlos. Sie wollte nicht nur verschwinden, jetzt mit 66 Jahren, sondern auch das ganze Leben auslöschen, das hinter ihr lag. Ich war unglaublich wütend. Mal sehen, wer diesmal das letzte Wort behält, sagte ich mir. Ich schaltete den Computer ein und begann, unsere Geschichte aufzuschreiben. In allen Einzelheiten, mit allem, was mir in Erinnerung geblieben war.